Hallo, ich mache heute mit euch leckere Kokosbällchen. Dafür benötigen wir 300 Gramm Kokosraspeln, eine Dose gezuckerte Kondensmilch, Milchmädchen von Neste zum Beispiel. Jetzt vermische mal die Kokosraspeln mit der Kondensmilch. Hebe alles schön unter, so dass es eine Masse ergibt und stelle sie dann für ein paar Stunden in den Kühlschrank. Das Rezept mit der genauen Mengenangabe steht unten in der Infobox. Die Kokosmasse stand jetzt ein paar Stunden im Kühlschrank. Und jetzt formen wir mal die Kugeln. Mandeln benötigen wir zum Füllen. Jetzt nehme ich ein bisschen von der Masse, forme ein bisschen, stecke eine Mandel rein, forme eine Kugel daraus und wähle sie dann in der Kokosraspel und lege sie dann beiseite. Nächste Masse, eine Mandel rein, schön zu einer Kugel forme und dann wieder eine Kokosraspel wälze. Und so verfahre ich jetzt mit dem kompletten Teig, bis alles aufgebraucht ist. So, meine Kokosbällchen sind jetzt alle fertig. Ihr könnt natürlich die Kokosraspeln noch vorher anrösten, wenn ihr möchtet. Ist jedem selbst überlassen. Und jetzt hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat und ihr das nächste Mal wieder bei mir einschaltet. Bis dann, tschüss!